Während es andere im Urlaub schön ruhig angehen lassen, meldet sich Hartmut Faje pünktlich um 9 bei der Rettungsleitzentrale einsatzbereit. Der Rettungsschwimmer hat seine treuesten Fans immer dabei, Ehefrau Lydia und Hundedame Tammy. Adler Seelendorf 6-2 für Adler. Obacht, komm. Adler 6-2, hier, ich höre. Frage nach Bade- und Bootsbetrieb. Bootsbetrieb ist gerade keiner. Wir haben einen Kitesurfer, der draußen ist, aber sicher auf dem Brett steht. Soweit alles in Ordnung. Ende mit Adler, hohe Wacht, 6-2. Seit 52 Jahren ist der Niedersachse aus Barsinghausen bei der DLRG aktiv als Trainer, Ausbilder, Rettungsschwimmer. Und seit 34 Jahren rettet er Leben in Hohwacht in Schleswig-Holstein. Ich habe früher so einen Spruch gelernt, entweder man kommt immer wieder nach Hohwacht oder man bleibt weg. Und ich bin einer von denen, die dann immer wieder kommen. Zuvor war er auch schon auf den nordfriesischen Inseln im Einsatz. Nordsee ist noch wieder eine ganz andere Sache durch die Gezeiten und durch die Welle. Da hat man aber 6 Stunden manchmal kein Wasser und dann geht man halt im Watt spazieren. Mittlerweile ist Faje im Ruhestand und hat mehr Zeit für sein Ehrenamt bei der DLRG. Aber auch schon zu Berufszeiten, als er noch Hauptkommissar bei der Polizei war, hat er im Urlaub nur die Uniform von blau zu rot gewechselt. Nur rumliegen passt ihm nicht. Und das ist gut so. Den zentralen Wasserrettungsdienst an der Küste machen wir jetzt in der Vorsaison und in der Nachsaison, um auch zu helfen, weil in der Zeit extremer Personalmangel ist. Und dort mache ich dann also Dienst mit 2 Leuten, wo sonst 10 sitzen. Wenn genug Personal da ist und die Lage ruhig, trainieren Faje und seine Kameraden, um fit zu bleiben für den Ernstfall. Nicht immer müssen Menschen aus dem Wasser gezogen werden. Manchmal gibt es ganz andere Notfälle. Einen Tag hatten wir Feuerquallenverletzungen. Da hatten wir 86 Verletzte. Und dann haben wir dann geschrieben, bitte nach Feuerquallenkontakt nicht mit Süßwasser abduschen, also mit der Dusche, die ja draußen ist, weil dann die letzten Teile aufplatzen und es noch schlimmer wird. Bitte zur DLRG, wir haben Rasierschaum drauf, einwirken lassen, mit dem Spachtel abkratzen und ich hatte keinen Rasierschaum mehr, dann habe ich am Edeka die letzten 5 Dosen gekauft, um den Leuten noch weiterhelfen zu können. Auch für die DLRG-Kollegen sind Hartmut Fajes Erfahrungen Gold wert. Seine Tipps gibt er immer weiter. Und das mache ich gerne, solange ich es kann und darf. Und hoffentlich ist das noch lange der Fall, denn auf offener See kann jeder in Not geraten. Und dann braucht es Menschen wie Hartmut Faje, die sich in ihrem Urlaub pünktlich um 9 bei der Rettungsleitzentrale einsatzbereit melden.